Ein Würfel, einen 14er würfelt. Das war das, wo diese, wo er bei der Marine ist und dieses Glücksspiel-Ding aushebt. Du musst ein Stück zurückgehen. Der ist auf dich fokussiert, aber du bist so nah dran. Dann. Ich stehe gar nicht mehr auf die Säule drauf. Ja, war vorhin bei mir genauso. Ja, aber komplett. Ich hab dir Schaden gemacht, nachdem das Ding ihn getroffen hat. Der macht ja so wie gar keinen Schaden mit seinem Speer. Mit seinem Schwert. Mit seinem Speer. Doch, wenn er richtig trifft schon. Nee, der hat mich eben getroffen und hat kaum Schaden gemacht. Da, der macht so gut wie gar keinen. Der macht 2. Bei mir. Okay. Bei mir macht er ein bisschen mehr. Ja, hält's nichts aus. Gut, ich habe eine stylische Mütze auf, ne? Die ist schon. Diese Papiermütze, die hält schon was aus. Eine der dümmsten Sachen, die ich je in einem Let's Play gemacht habe. Wow. Weißt du, im Prinzip müsstest du mich dafür bezahlen, dass ich die 2012 Edition mit dir spiele. Danke, dass du mich runtergeschlagen hast. Das habe ich gebraucht. Ja, als ob ich das spielen wollen würde. Ja, klar. Ich weiß doch, wo du gesagt hast, hey, die Collector's Edition, lass sie uns spielen, die ist total geil. Ein ganzes Jahr lang hast du mich damit genervt. Genau. Die ist noch... Die wird besser als Silverfall, finde ich. Ja, vielleicht sollen wir bei Silverfall mal auf leicht stellen. Was hältst du denn davon? Ja, wie ist Mittel? Es gibt genau genommen mittelschwer und sehr schwer. Und wir haben auch sehr schwer gespielt. Wir können sie auf Mittel durchspielen. Wenn dir das lieber ist. Dann sind die Gegner wahrscheinlich erstmal alle grün. Wahrscheinlich, ja. So erstmal das halbe Spiel durchgespielt, alles grün. Ach, die Zauber brauchen so lange. Ich sollte mir mal ein Lagerfeuer hinstellen, damit mich hier meine Zauber aufladen kann. Wow, die Hälfte haben wir schon. Sollten wir wieder reinspringen? Nee, weil da oben ist dann die letzte. Oder ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon die letzte ist oder die da oben. Aber ich will es nicht herausfinden, weil sonst dürfen wir alles nochmal machen, deswegen springen wir da jetzt nicht rein. Nee, da oben wird die letzte sein. Ich will es nicht herausfinden, deswegen werden wir es jetzt nicht versuchen. Danach speicherst du erstmal. Nee, danach level ich erstmal, dann kannst du speichern. Ich kann ja jetzt schon mal speichern. Was hältst du davon? Aber mach's auf einem extra Slot. Zu spät. So, dann töten wir den anderen Typen noch. Dann stellen wir fest, dass die Dingsbums tot ist und dann dürfen wir. Nee, warte mal, der speichert auch die Charaktere, oder? Wenn wir einen älteren laden, sind die Charaktere auch immer noch so, oder? Nee. Eigentlich ja. Töten wir ihn noch 10-mal. Ich glaube nicht, dass es geht. Oh. Und tschüss. Ich habe auf ihn geworfen, aber es hat dich getroffen. Du hast schlechten Schaden damit. Nicht wirklich. Du stehst nur im Weg. Der kreischende Stern macht Flächenschaden, aber irgendwie trifft er erst den Gegner, der weiter von dir weg ist, und dann macht er bei dir noch Schaden. Ja, komische Physik. Physik, ja, als ob das Spiel Physik hatte. Wenn oben und kein Astronomie. Wenn oben und kein Boden, dann Bewegung nach unten. Das ist hier die gesamte Physik. Huch, das war zu weit. Meinst du? Ich würde auf das Schwert wechseln, aber das kann ich nicht richtig benutzen. Boah, diese ständige Klicke macht einen Wahnsinn. Bin Diablo. Ja, das ist die Hölle. Diablo ist nee, die Hölle. Jetzt ist es zu weit weg. Geht's doch nicht. Ich bin da jetzt ja nicht rein.
Ja, stell dich mir in den Weg, hast schon recht. Ja, er hat mich beschossen, also habe ich dich als menschliches Schild benutzt. Mhm. Hat sogar geklappt. Wir hätten die Zauber aufladen sollen. Habe ich vielleicht noch irgendwie was anderes? Ich habe noch eine Auferstehung, aber die bringt mich. Ich habe Trank der Kraft. Ich trinke den jetzt mal. Was hieß, das habe ich auch noch. Jetzt mache ich 7 Schaden. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Ah, jetzt. 2. Wie lange wirkt der überhaupt? Und was macht der? Eine Minute oder eine halbe Minute oder so. Schön, dass das auch nirgendwo angezeigt wird, ist ja. Ist ja voll überwältigend. Jetzt visiere ich dich an, warum läufst du mir da auch rein? Weil ich dich da ran wollte. Du hast einen Stab, ich aber nicht. Ich habe keinen Stab, das ist ein Speer, du. Spack. Ja, der hat eine Spitze. Steck dir mal deinen Arsch, dann merkst du den Unterschied. Wie viel Schaden machst du jetzt? 5. Wow, dieser Trank hat sich ja voll gemacht. Ich kann schneller angreifen. Ja, kannst du das? Ja. Bin mir da nicht so sicher. Jetzt scheint es wieder vorbei zu sein. Ja. Oder? Was weiß ich. Habe ich noch einen Trank? Blutrauschtrank. Boah, 11. Jetzt geht's los. Ja, und er schlägt ihn natürlich gleich wieder zu weit weg. Und fällt dann erstmal runter. Sechs, drei, fünf. Das sind die Lottozahlen. Merkt ihr euch. Ich hör mal vor, du machst, tippst das dann beim Lotto und dann gewinnst du wirklich. Ja. Jetzt mal aufwendig, so weit zurückzustoßen. Ich muss ihn ständig wieder herlocken, das geht mir auf den Sack. Mach ich doch auch nicht. Und scheint immer mit dem Schild ganz gut zu gehen, ne? Ja, muss halt nur vorsichtig. So, einen Blutaufstank habe ich noch. Auch mir nicht so wirklich viel bringt, habe ich das Gefühl, aber hey. Gut, dann spielen wir mal Silverfall auf. Oh, 20. 7. Auf normal durch. Zwei Aufnahmesessions immer durch. Ich könnte noch mit einem Charakter-Editor nachhelfen. Alle wieder auf Maximum. Hm. Wir können auch erstmal schwer probieren. Vielleicht geht das ja auch. Höchst unwahrscheinlich. Kommst du mal her, bitte? Wow! Habe ich einen Zauberrettich? Sogar 2. Glaubst du, du triffst mich nicht wieder? Der war jetzt schön. Wenn ich dich töte und dann ihn töte, bekommst du dann trotzdem Erfahrungspunkte? Wenn ich ihn dann nicht mehr schlagen kann, wahrscheinlich nicht. Habe ich eine Feuernova? Nein. Was machst du denn da jetzt für Zauber? Hast du noch Zauberbücher für mich? Nein. War noch ein Trank von mir. Hast du noch Zauberstäbe? Nein. Hast du einen langen, harten Stab in deiner Hose? Oder freust du dich einfach nur, mich zu sehen? Ist das dein Heiltrank in deiner Hose? Ich hab einen langen Schwanz. Du musst jetzt gleich wieder pervers werden, so. Du musst ein Stück zurückspringen, sonst kommt er nicht vor. Ja,
mein Schwanz steht buschig nach oben. Was? Mein langer Schwanz steht buschig nach oben. So lässt sich mal rasieren. Oder regelmäßig waschen, eins von beiden. Oh. Was tust du da? Na hier, mein Schwanz bei dir und so. Wasch den mal, der ist dreckig. Verpiss dich mit deinem Schwanz. Und tschüss. Kommst du mal her? Danke. Nö. Eigentlich könnte ich auch warten, bis du ihn fertig hast. Ja, es dauert ja auch bestimmt nicht lange. Oh, dauert ja auch schon zu zweit, geht der schon so schnell, ne? Da. Was war das denn jetzt? Schwingt voll vorbei. Komm halt wieder her. Alles Absicht, alles Absicht. Mach ich aber, wenn mein Schild kaputt geht. Wie viel hält denn das noch aus? 99 von 100. Das wird bald kaputt. Diese Säule, die hier so quer liegt, ne? Das ist die schlimmste. Da hängt man schon immer so vorne irgendwie dran rum, ne? Ja. Oh. Das macht er wieder einen auf Bogenschütze. Hör auf zu vibrieren. Du bist kein Vibrator. Nein, nein, Borsi, so geht das nicht. Du bist keine Steckdose. Nein, nein, Delfino, du bist kein Vibrator. Schade. Oh, Mann. So spannend. Also, ich will mir das Let's Play dreimal angucken. Und einen Daumen hoch geben. Und einen Kommentar schreiben, wie geil das Let's Play ist. Und es auf Facebook teilen. Und Twitter. Oh, da hörte die Säule auf. Jetzt musst du wohl mal ein Stück zurückgehen. Also ich würde ja noch einen 24-Stunden-Stream auf Twitch machen. 24 Stunden lang. Livestream, dann Schlotz, together. Oh Gott. Achtung, Achtung, Achtung. Oh. Und das jeden Tag. Hey, ich hab endlich 1000 Abonnenten-Special gefunden. Ich mach ein ganzes Wochenende lang Livestream ich Dungeonlords together. Muss mir dabei helfen. Die alten, ach, kannst die alten Folgen nehmen. Aber nee, das ist doch dann nicht mehr live. Live is live. Gut, dass ich eine komplette Song gelesen habe, dass man ihn töten kann, sonst würden wir da einfach vorbeilaufen und die halbe Million da nicht mitnehmen. Oder wir wären schon viel weiter. Ja, weiterkommen in dem Spiel ist ja voll ekelhaft. Wenn ich ständig zurückrutschen würde. Habe ich noch irgendwas, das ich dem entgegenwerfen kann? Ich habe Arental Gasthofschlüssel noch. Ich habe. Oh Gott. Moment mal. Mir ist alles Englisch. Woran das so liegen könnte. Ich habe 4 Briefe und 5 Schlüssel. Und ich glaube, du hättest den Patch gar nicht installieren brauchen. Vielleicht deinstallierst du den mal. Vielleicht Schlägst du mal weiter auf den Typen drauf. Wieso haben die hier nicht ein Lagerfeuer hingestellt, wo ich mal schnell meine Zauber aufhole? So, Plätze tauschen. Plätzchen tausch! Jeder nimmt jetzt die Plätzchen des anderen. Ich hab ihn gar nicht. Triffst du
Stufen genug, um ihn nach zurückzuschieben. Die Spannung. Es sind auch erst ungefähr 20 Minuten hier. Mehr nicht. Nö, hier noch. 10 Minuten schaffen wir noch. Ja, ich würde sagen, so halbe bis dreiviertel Stunde für den Gegner, den man gar nicht töten muss. Und vermutlich auch gar nicht sollte. Genauso wie die Steinstatuen. Was? Hallo? Wir wären nie weitergekommen, hätten wir ihn nicht getötet. Danach ging es recht gut, ne? Ja. Woran das so lag, fast so, als hätten wir extrem leveln können. Wobei ich sagen muss, das Level-System ist tatsächlich gut, sag ich mal. Also. Das finde ich jetzt nicht schon schlecht, mehrere gesagt. Ha? Das haben wir schon mehrere behauptet oder gesagt. Ja. Ja, liegt vermutlich daran, dass wir sonst nichts haben, was wir über das Spiel Gutes sagen können. Das ist so ähnlich wie, wenn ich sage, in Holy Magic Century gefällt mir das Spirit-System und die Magie so, weil ich sonst nichts anderes Gutes über das Spiel sagen kann. Weil das Kampfsystem ist langsam, fast wie Amberster. Du musst aufpassen, dass du dich nicht verdrückst. Weil sonst kann der Gegner dich teilweise killen, weil du ihn nicht rechtzeitig killst. Das ist auch so ein Scheiß. Stirb, hab ich einen Feuerball rettig? Nein. Ich brauche einen Feuerball. Der macht 20 Schaden, verdammt. Ich brauche eine Feuernova, verdammt, das killt ihn. Weiß gar nicht, wann die kommt. Später. Wahrscheinlich erst, wenn der irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube ab gewiss. Ich glaube, ich muss Arkane Magie hochskillen, dann kann ich sie irgendwann kaufen, oder ich weiß nicht genau. Ich schätze, wenn du eine Klasse höher bist. Oder dann, keine Ahnung. Die erste hatte ich ja damals, glaube ich, gefunden. Oh. Kann sein. Da kommt hier. Akuchi soll es ja hier noch ganz andere Novas geben. Was? Laut Akuchi soll es ja hier noch ganz andere Novas geben. Na. Was er damals mal gesagt hatte. Na, bin ich skeptisch. Also nicht hier nur Feuer Tau und Super, sondern auch irgendwie noch Eis und was weiß ich. Gab es Eisnova nicht schon im Normalen? Oder, keine Ahnung. Drückst den Schüler zu weit weg. Mega Nova oder was weiß ich. Giganova, Terranova, Exanova, ne Moment, das waren Festplatten. Quattronova. Ne, Quattro ist Audi. Das ist ja, darum. Dann kann ich mit alle Rad zaubern. Danke, dass du mich runterstößt. Bitte. Das habe ich jetzt gebraucht. Meine Abwechslung. Du warst schon viel zu lange hier oben. Naja. Weißt du, was interessant ist, dass ich nicht nur einen blauen Pfeil, sondern auch einen Pfeil von dir in meinem Schild stecken habe. Ich hab gar keinen Pfeil benutzt. Ja, aber ich kann mir schlecht selbst diesen Pfeil da reingeschossen haben. Hey, er ist im roten Bereich. Ja. Alles im rot-roten Bereich. Sehr gut. Und es ist kein Feuerball, richtig. Schade. Kannst du nicht mal ein besseres Spiel kaufen? Und wir können das zusammen spielen. Habe ich schon erwähnt, dass Code gibt's leider noch nicht. Was? Angelo 2 gibt's leider noch nicht. Die vier Teile, die da veröffentlicht wurden, reichen doch. Ist aber nie ein zweiter Teil öffentlich. Also. Wozu, wenn man den ersten Teil viermal auflegen kann? Ich habe gesehen, dass meine Videos von Codex of Victory erstaunlich schnell, erstaunlich viele Views für meine Verhältnisse bekommen haben. Was ist das Spiel? Codex of Victory.
Achso. Dieses rundenbasierte Spiel, ja. Ja. Läuft das flüssig? Es ruckelt manchmal, aber. Okay. Es geht. Also es fällt kaum auf. Das Bild bewegt sich ja sowieso nicht so oft. Also von daher. Schön, wie er es einfach vorbeigeworfen hat. Aber man merkt halt direkt, dass rundenbasierte Strategiespiele genau mein Ding sind. Das ist taktisches Denken ist halt. Mein Ding. Wobei inzwischen habe ich recht viele Einheiten auch. Und habe festgestellt, dass dieses scheiß Zeitlimit ich das voll ausnutzen hätte sollen. Mhm. Aber naja. Hast halt keinen Nachteil davon. Ich wusste halt nicht, was danach alles noch kommt. Und also dieses Satellitending da, wo irgendwie 13.000 Tage da, die 13 Tage oder sowas am Anfang der letzten Aufnahme.